Moin Moin Leute, hier ist Yannissi und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play One Piece Trader Cruise globale Version. Heute gucken wir uns erstmal die Nachrichten an, ob es was Neues gibt. Nicht wirklich, nur die Deckchance und Domino hat sich haben sozusagen die Plätze getauscht, weil jetzt die High Deckchance natürlich höher oder ja, ein neueres Event ist als Domino. Und ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lange. Wir gehen gleich in die Insel rein. Ich habe mir ein Regenbogen-Slasher-Team wieder gebaut, aber mit Golden Pound drinne, weil, wenn ich mich richtig an die japanische Version erinnere, sind hier schon ein paar Mobs, die sehr, sehr viel Leben haben, in der dritten Stage auf jeden Fall. Ich glaube, das war auf jeden Fall schon mal ein Problem. Ich weiß nicht, ob das die dritte oder die vierte war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die dritte auch schon, ja, relativ hart war. So, nehmen wir mal Mihawk wieder mit und rein da. Ja, und da mein Golden Pound sowieso nur 10 Runden hat, bekommt man den höchstwahrscheinlich ready. Ne, sei es irgendwie. Ja, die Frage ist natürlich, bekomme ich die jetzt gleich oder sollte ich die gleich am Anfang benutzen oder dann halt am Ende, weil auf der letzten Stage sind, glaube ich, relativ viele Charaktere. Ich glaube, ab jetzt sind es, glaube ich, immer 6 oder so, wenn da kein größerer CP9-Boss ist. Deshalb, ja, muss ich mal gucken, wie ich das Ganze mache. Aber sonst, wie gesagt, ich glaube, es sind sonst einfach nur Füller-Charaktere hier auf der Insel. Nichts wirklich was Großes, wo man sich jetzt drum kümmern müsste. Also das ist alles relativ simpel. So, auf irgendeiner Stage können wir ja nochmal 2 Runden farmen oder so. Oder 2 Runden stallen, eher gesagt, damit wir wirklich hundertprozentig auch Golden Pound ready haben. Ja, das sieht hier eigentlich relativ gut aus. Aber natürlich ist die Turtle Dash schon als nächstes dran. Hallo? Okay, gut, lassen wir uns hier einmal treffen. Kein Problem, da ist sogar die Turtle gedroppt. Das ist immer gut, kann ich immer gut gebrauchen. Obwohl natürlich heute noch die grüne Turtle Time ist. Die werde ich auch noch benutzen. Ich habe auch ein bisschen Stamina Overflow, falls ihr das gesehen habt. Ich hoffe, ich bekomme von der Schnecke nochmal gleich was. Einfach, wie gesagt, für die grüne Turtle Time, dass ich wirklich sehr, sehr gut gerüstet bin für die grüne Turtle Time. So, dann schauen wir da mal rein. So, alles blaue Charaktere hier, sehr, sehr gut. Mit meinen 3 grünen Charakteren natürlich dagegen zu wirken. Und, soweit ich weiß, war das auch eine Stage mit sehr, sehr vielen lilanen Charakteren. Auf jeden Fall auf der letzten Stage. Glaube ich, weil vor allem diese Stage ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben. Ich weiß aber nicht. Ah, ja, okay. Mit den Maga, also ja, ich weiß jetzt nicht, ob der irgendwie überhaupt einen Namen hat. Auf jeden Fall, der jetzt ganz hinten steht, der ist da ein paar Mal öfter auf der letzten Stage. So weit kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. So, jetzt muss ich gerne nur mal gucken. Okay, 2-mal ist er da, aber trotzdem. Alter, alle haben hier einen einer Cooldown oder was? Bin ich ja jetzt instant tot oder was? Muss ich ja gerne mal gucken. So, zack. Machen wir erstmal die kleinen hier hinten down. So. Und dann gucken wir mal hier. Alter, machen die viel Schaden. Das ist doch krank. Und dann spawnen die mit einer Runde. da muss ich mal gucken. Hoffentlich bekommen wir Golden Pond already. Dann ist es ja eigentlich kein Problem. Wie gesagt, normalerweise sollte das eigentlich wirklich null Problemo sein. Zack. Down ist er. Und jetzt können wir gleich Golden Pond aktivieren. In einer Runde natürlich. Verdammt. So, dann müssen wir mal gucken, hoffentlich macht er hier keinen Aufstand hier und macht so viel Schaden. Gleich der rechte von den beiden, weil ich denke, dass wir den hier eigentlich down bekommen sollten mit 2 Orbs, richtig. So, und du machst hoffentlich keine 7000 Damage. Nee, gut, das reicht alles noch. Und dann aktivieren wir Golden Pound. Und dann hat ja alles gepasst. Müssen wir noch nicht mal groß stallen in der Insel oder so. Haben uns im Endeffekt nur einmal hinten gelassen und das geht ja ganz gut. So, das ist ja schon mal nice. Hat man ja wirklich nicht groß zu meckern und auch eine relativ nice Insel. Wie gesagt, hätte das jetzt nicht geklappt, hätte ich einfach noch eine extra Runde mit meinem Golden Pound gestallt und dann, ja, wäre das auch noch gegangen. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das ungefähr so dann ausspielen wird. Dass wir relativ wenig Leben haben. Gut, ich habe jetzt nicht geschätzt, dass wir unter 1000 Leben haben, aber dass wir im Endeffekt relativ wenig Leben haben, aber dann trotzdem noch Golden Pound aktivieren können. Gut, wir hatten jetzt auch ein bisschen Pech, dass wirklich 4 eine 1 hatten oder so. Also ich denke, die können alle auf 2 spawnen, mindestens. Da hatten wir ein bisschen Pech, aber okay.
trotzdem relativ gut und trotzdem haben wir es überstanden. Der erste Clear und gleich eine Turtle dazu bekommen, gleich nochmal eine grüne Turtle, da freuen sich alle meine grünen Charaktere. Ich habe zwar Pirona ja letztens schon gemaxt, aber da wird sich bestimmt jemand anders finden lassen, der die grünen Turtles gut gebrauchen kann. Und dann gucken wir jetzt nochmal eben, Kumadori ist jetzt als nächstes dran und der ist ein Psy-Charakter, das heißt, wir müssen unser Team etwas umbauen. Ja, ich würde sagen, wie sehen denn meine In-Slasher aus? Oder wen wollen wir da dann mal reinpacken als In-Slasher? Als In-Slasher habe ich Hermepo und Mr. 3 könnte ich da reinpacken. Ist eigentlich auch gar keine schlechte Idee. Und ich weiß nicht, ob wir Golden Pound drin lassen sollen, weil ich nicht weiß, ob er Immunität hat. Ich denke, wir versuchen das erstmal so. Und dann, falls es nicht funktioniert, bauen wir da noch ein bisschen was rum. Also dann können wir da noch ein bisschen was anderes machen. Ich hoffe natürlich, dass es auch so funktioniert. So, Kumadori, wir kommen in deinen Palast. In den Turm kommen wir rein. Kommst du rein in den Turm. Und so weiter und so weiter. So, dann nehmen wir die, dann nehmen wir den Bionix.de. Und dann wählen wir den mal aus, ne? Los geht's in die Kumadori-Stage, ne? So, skip das Ganze, yo. Und dann werden wir schon was finden. So, oder das skippen. Wie gesagt, die Story, die skippe ich, wie gesagt, alles, was, weil man ja theoretisch die ganze Geschichte nochmal erzählt wird. Aber das brauchen wir ja nicht nochmal wissen. So, jetzt ist gerade im Internet ein bisschen am Spinnen oder am nicht downloaden, warum auch immer. Oder er will einfach nicht skippen. Okay. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. What the fuck. So, gerade hat man abgeschaltet, dann geht schon wieder. Ich hätte es im Endeffekt so 5 Sekunden länger anlassen können. Und dann wäre das alles null Problemo gewesen. So. Dann gucken wir mal. Wie viel machst du denn da hinten an Schaden? Oh, es geht ja noch. 2900, habe ich gar nichts dagegen einzuwenden. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass er Immunität hat. Wenn er Immunität hat, dann muss ich ja wirklich gucken, dass ich wirklich da jemand anders mitnehme oder halt ganz auf den In-Team umsteige. Weil In-Team, wenn wirklich alle auf dieser, so wie ich das gerade sehe, wenn alle auf dieser Stage natürlich Psy sind, wird das eigentlich schon die bessere Lösung sein. So, jetzt bindet natürlich so ein kleiner Mager hier meinen Charakter, ist natürlich nicht so toll. Okay, wir haben aber einen sehr, sehr geringen Damage-Output. Viel niedriger, als ich den erwartet hätte. Vor allem mit einem Psy-Team kann man ja theoretisch alles nehmen, niemand macht wenig Schaden zu Psy-Charakteren. Deshalb ist das eigentlich total egal. Aber Int-Charaktere machen natürlich im Endeffekt mehr Schaden, weil sie natürlich positiv gegenüber zu Psy-Charakteren stehen, die Int-Charaktere. So, ja, da wurde natürlich mein Crocodile gelockt. Das ist natürlich mein höchster Damage-Dealer. Aber natürlich geht er hier aus dem Lock raus mit nur einem, mit einem Psy-Orb. Da bringt er uns auch nicht wirklich viel. So, da kommen wir jetzt mit dem Int-Orb und dann sollte das auch Tschüss für diesen Mager hier bedeuten. So. Okay, das können wir den Orb sogar noch behalten auf Crocodile. Das ist ja auch nicht schlecht. Und ja, Kumadori das erste Mal auf dieser Stage, weil das ist noch nicht seine Hauptform sozusagen. Und dann gucken wir mal, wie viel Leben er hat. So. Also erstmal hat er meinen Golden Pound gelockt. Das ist schon mal nicht so gut. Aber hey, das sollten wir eigentlich alles überleben. Genau, und dann ist er definitiv down. Und wenn mein Golden Pound aus dem Lock raus ist, dann bekomme ich... Also dann ist sein Special auch bald ready. Genau. Ist nämlich schon jetzt schon ready. Genau. Sehr gut. Und dann kann man sich eigentlich wirklich nicht beschweren. Und wir kommen hier eigentlich relativ gut durch. So, zack, zack. Bam und bam. Sehr gut. Also das ist null Problemo. Hier kommen wir gut durch. Ohne groß Probleme zu bekommen. Zack. Und 6 von 7. Eine Stage noch bis zum Boss. Hier hinten sehe ich sogar einen Lobster. Das ist auch nicht schlecht. Vor allem für die Leute, die noch einen Lobster brauchen. Zack. Und
sehr gut. Also ihren Charaktere machen schon Schaden, vor allem wenn der ganze Dungeon natürlich mit mit Psy-Charakteren zugekleistert ist, dann schafft man natürlich sehr, sehr viel Schaden in so einer kurzen Zeit rauszuhauen. Aber sonst, ja, muss man sich jetzt echt nochmal zweimal überlegen. Ich würde hier dann doch, also wenn ich mir das jetzt nochmal überlegen sollte, wenn ich hier dann wirklich mit einem puren In-Team rein, sei es Taul, Nami oder Vista oder sowas. Vor allem, wenn ich ihn jetzt anfangen würde zu farmen, dann auf jeden Fall Taul, Nami oder Vista. Oder sogar eine Kombination aus Taul, Nami und Vista. So, dann sind wir jetzt auf der Boss-Stage von Kumadori und lassen wir uns jetzt mal ein bisschen überraschen. So, da ist die Boss-Stage. Und ja, was hast du denn für uns so, ja, auf dem Kasten, ja? So, natürlich Immunität, aber nur für eine Runde. So, dann müssen wir mal eben gucken, dass wir eine Runde überleben, da ich aber nicht weiß, wie viel Schaden er macht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass er nicht so viel Schaden macht. Natürlich hat er auch ein Schild, also das ist, ja. Ich hoffe einfach, dass er mal nicht mehr als 3000 Damage macht. Geplant, Leute, geplant. Definitiv geplant. Puh, ja, ne? wer da nicht gesehen hat, dass das geplant ist, ne? Bei dem weiß ich auch nicht. Ne? Also. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall sollten wir jetzt eigentlich gut da durchkommen hier, ohne wirklich große Probleme zu bekommen. So. Vor allem dadurch, dass ich Doppel-Mihawk aktivieren konnte. Bam. So, und dann auf und fertig hier mit dem Dungeon. Wow, das war auf jeden Fall überhaupt nicht klapp. Wow. Wow. What? Definitiv passendes Ende, also dramatischer hätte es ja nicht sein können, mit so wenig Leben, Kumadori besiegt und dann auch noch den Drop dazu bekommen, das gibt es doch gar nicht. Doppel-Drop-Chance sei Dank, ja, Kumadori, der erste Charakter, den wir hier von CP9 bekommen haben, das ist definitiv interessant. Und ja, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet, wie immer eigentlich, aber hey, Kumadori. Yay. Wow. Okay. Ja, das war mir auf jeden Fall happy. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Ende für die heutige Folge. Sehr gut. Zwar nicht der beste Charakter von dieser Insel, aber hey, ne? Immerhin. Ich mag Kumadori ein bisschen, vor allem, weil dadurch Chopper das mit den Monster Chopper gelernt hat. Also ist er ein bisschen. Ja, es gehört ja schon so ein bisschen zu meinen Lieblingscharakteren, aber nicht wirklich. Ja, nicht wirklich so groß, weil wegen seinem Charakter selber. Sondern einfach nur, weil er Chopper sozusagen dazu gebracht hat, 3 Rumble Balls zu essen. Ja. Also, deshalb ist er, so einer der Charakter, wo ich mich gerne dran erinnere, aber halt nicht wirklich für den Charakter selber. So. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Das war der heutige Part von One Piece Dollar Cruise, globale Version. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Das ging ja relativ gut, vor allem am Ende noch. Nicht vergessen, eure grüne Turtle Time zu machen. Das ist wie immer sehr, sehr wichtig. Vor allem, wenn euch noch ein paar Level fehlen im grünen Bereich. Immer sehr, sehr gut, eure Turtles zu benutzen. Und natürlich dann auch die Schnecken benutzen für die Recovery. Also, ne, ich drücke euch da die Daumen, dass ihr ein paar Elder da zusammenbekommt. Und vor allem, ich drücke euch die Daumen, falls dass ihr was von Tower of Justice gedroppt bekommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Bis dann und ciao.